Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream mit Railroads Online. Mit VC-Face, den Avatar, den ihr gerade seht. Ich hoffe, der funktioniert soweit. Das erste Mal, dass ich den so teste. Und ja, ich habe mir ein paar Wagen gekauft hier zum Geld machen. Und ich hatte endlich genug Geld, um mir die Eureka zu kaufen. Ich meine, wie geil ist das? Wir sind hier auf der Lions Railroad. So wird die erstmal getauft. Der Lok selber heißt Bravura, anstatt wie im Original Eureka. Wir haben hier zwei Zylinder in der Kupplung. Die sind echt auch so. Ich habe mir gerade heute Videos zu der Eureka angeschaut. Und ist eine echt schöne Lok. Hier, das kann man an- und ausmachen. Aber wirklich viel Effekt hat es nicht. Ich habe jetzt an. Nach unten ziehen, Flamme entzünden. So, wunderbar. Sehr schöne Lok, muss ich sagen. Mit großen Tender. Und hier kann man so Lampen drauf machen. In grün oder in rot. Ich lasse es mal in rot. Ja, mit der bin ich schon ein, zwei Mal rumgefahren. Ist ziemlich geil und hast richtig viel Holz drauf. Hier ist quasi wie ein Wassertank drin und auf der Lok selber, also es wird doppelt gerechnet. Es sind glaube ich knapp 3000 Liter insgesamt, die man da verbrennen können. Plus halt das Holz hier. Ich zeige euch mal die Lok hier drin. Echt schön gemacht. Also man könnte sie First Person fahren, aber ich glaube ohne VR-Headset ist das nicht wirklich praktisch. So. Ich glaube die Bremsen sind angezogen. Ja, jetzt sind sie angezogen. Ihr müsst bei der unbedingt die Bremsen anziehen, weil die hat eine Luftbremse und wenn sie kalt ist, haben wir da keinen Druck drauf und die rollt dann einfach weg. Also achtet drauf, dass die Bremsen angezogen sind. Vielleicht auch noch hinten beim Wagen. Bremsen angezogen, zumindest beim ersten, damit die da keinen Abflug macht. Als ich die gekauft habe, hat sie nämlich genau das gemacht. Okay, dann schauen wir doch mal. Also. Wir haben Boiler Pressure, wir haben Luftdruck, Wasser ist gerade bei 102, Fire Temperature ist aber 0, Water sind wir bei 1300, da können wir abtoppen. So, wir tun erstmal hier befeuern, damit wir hier ein Feuer haben. Wenn er was genommen hat. Ja, wunderbar. Gut. Ja, und ich habe da hinten den Anschluss gemacht fürs Frachtdepot. Da bin ich halt mehrmals reingefahren. Mit denen hier, um Geld zu verdienen für die hier. Davon habe ich ein Timelapse gemacht. Das gibt es dann auf YouTube zu sehen. Ich habe auch ein Depot gebaut. Und zu dem Depot werden wir jetzt auch mal hinfahren. Weil wir brauchen hier mehr Holz. Also eigentlich nicht, aber ich hätte es gern voll hier. Und natürlich das Wasser. So, Bremsen lösen. Ach ne, wir müssen erstmal die Handbremse lösen. Hier und hier. So. Ich sehe gerade beim VR-Avatar. Ich hatte teilweise Glitche drin, ne? Kann das sein? Müssen wir das dann in der Aufnahme angucken. So, Kompressor. Lass mal ein bisschen mitlaufen, damit wir Druck haben, immer bei 100. Bremsen lösen. Und vorwärts bitte. Danke. Ich glaube, das Spiel könnte man ein bisschen lauter machen. Müssen wir sagen, wenn es zu laut ist. Und hat natürlich die Nummer 2. Bin bis jetzt auch noch nicht im Gleis. Bin ich ganz stolz auf mich. Eben hier der Abzweig. Das können wir mal verbessern hier. Und jetzt fahren wir gleich ins erste Depot. Ich nenne es mal Depot Nummer 1.
sag's euch, das ist so eine Erleichterung jetzt mit der Lok. Vor allem, dass wir jetzt nicht so oft nachfüllen müssen mit dem Holz und Wasser. Das ist das Ausweichgleis, was ich gebaut habe, und da rechts das erste Depot mit dem Wasserturm. Und da bleiben wir danach schon mal stehen. Fürs Wasser. Ich weiß, das Gleis ist nicht das Schönste. Das werde ich dann mittelfristig nochmal neu machen. So, Wasser ist hinten beim Tender. Es könnte sogar passen beim ersten Anlauf. Wir machen jetzt hier mal auf. Na. So. Und den mal runter. Ich habe herausgefunden, wenn man das hier langsam macht, dann geht es besser. Also langsam nach unten ziehen. Gut, wir müssen ein bisschen weiter nach vor. Das passt so nicht. Wird halt das Holz hier nass. Gott sei Dank ist das nicht simuliert. Und es sollte jetzt eigentlich bis 3000 nach oben gehen. Ich glaube, mein Avatar leckt. Kann das sein? Ja, ich glaube, der leckt. So, jetzt sollten wir es dann gleich mal haben. Ah, es geht sogar drüber. Okay. Ich dachte, es wären nur 3000. Gut, muss ich auch nicht. Geht denn das noch? So groß ist das jetzt hier auch nicht. Hier 5 vielleicht? Na, auch weiter. Tausend? 5000. Okay. Gut. Den Kollegen hier wieder nach oben. Sehr gut. Da machen wir zu. Wieder. Über das nach rechts, ne? Left Maus nach. So. Gut. Dann will ich noch das Holz auffüllen. Das heißt, wir werden hier die Handbremse reintun und werden mal hier. Aber nicht gelöst hier. Jetzt ist gelöst. Genau, also hier habe ich ein kleines Depot gemacht. Die Gleise sind noch nicht komplett verlegt. Hier habe ich eine Handdraisine, die es umgeschmissen hat. Aber das wollen wir gerade mal richtig machen hier. Auf Gleisen. Ja. Hört ihr jetzt nicht? Aus, dass die Fahrzeug auswählen. Ja, hier. Ist da. Danke. Okay, wir legen wir nicht. Ist auch egal. Hier fahren wir rein, um Holz abzulagern. Einer von diesen Typen hier, die hier präsentiert werden, können wir dann ablagern. Und ich habe das auch hier zum Teil gemacht. Dann stapelt sich das hier drin. Ich dachte zuerst, man kann hier reinfahren. Dem ist aber nicht so. Hier wird das Holz angezeigt. Hier ist dann das Scheitholz. Für die Lok selber, da habe ich ein Gleis nach hinten gemacht. Eventuell mache ich dann noch eins hin und eben das hier will ich noch verlegen. Das könnten wir eigentlich gerade gleich machen, dann ist erledigt. Als Abstellgleis. So. Ja, und die Tastenkombinationen haben sie wieder geändert. Na komm.
irgendwie vermisst, aber ist das Gleislegen jetzt nicht. Also das mit dem Snapping müssen sie wirklich verbessern. So. Ja, sieht jetzt ja mal gar nicht so doof aus, muss ich sagen. Den Avatar muss ich anpassen. Ich glaube, der geht wirklich hinterher. So, wir fahren da jetzt mal rein. Wie das Holz. Mit der Nummer 2. Beziehungsweise, kann gerade wieder Holz nachlegen. Damit hier die Temperatur nicht nach unten geht. Ja, hat er genommen. Dann fahren wir mal. Pfeife ist genau die gleiche. So da. Dann die Weiche umstellen, und zwar die hier. Und die da hinten ist schon richtig. So, jetzt müssen wir das ja eigentlich hier umändern. Ich denke mal, so wäre es richtig. Damit die Leute Bescheid wissen, dass wir da reinfahren. Die Lichtmaschine macht nach wie vor nichts. Zumindest sehe ich da einfach keinen Unterschied. So, und dann versuchen wir da mit dem Tender mal parallel stehen zu bleiben. Es bremst da irgendwie nur die Lok, der Tender nicht. So. Dann, aufladen. Kann ich das einfach hier so reinschmeißen? Ja, kann ich. Sehr praktisch. Ich hoffe, er nimmt's. Ein paar Mal habe ich das schon benutzt. Down. Sind wir schon voll? Nö. Ich glaube, wir gehen doch lieber rauf. Mit zur Kontrolle. Aber jetzt da ist ordentlich Platz. Wir werden dann das Holz einmal aufladen und fahren dann zum Depot Nummer 2, das war der Schmelzhütte, um das aufzustocken. Wird man mal vorbereitet sind, also ich will jetzt mit diesem Bug ausnutzen, dass man hier das Holz nehmen kann, ohne dass man da Holz hinbracht hat. So, wieder immer noch mehr. Wunderbar. Glaub. Wie praktisch. Da werden jetzt gerade mit mir Gartenarbeiten gemacht. Ich glaube, man hört's. Wie viel geht denn da noch rein? Es hört ja gar nicht mehr auf. Ja gut, in echt bist du natürlich schön vollladen hier. Damit du ein bisschen weiter kommst. You see?
muss mal bei mir kurz die Tür zu machen. Es ist sonst zu laut. Hat jetzt das Tracking komplett zerschmissen? Passt so aus, jetzt muss ich mal kurz gucken. Oh, die Face Tracker Process ist gone. Okay. Ja gut, dann muss ich das einmal kurz durchstarten. Ah, das ist super. Beziehungsweise. Lassen wir es erstmal aus. Ich werde es aber kurz deaktivieren. Falsche. So. Wäre ja zu schön gewesen. Also. Block ist bereit. Lichter passen. Fahr mal. Wir brauchen aber schon wieder Holz. Das brennt so schnell weg. Ab geht's. Dann einmal ankuppeln und dann ab zum Sägewerk. Da müssen wir auch demnächst Baumstämme wieder hinbringen. Betsy steht momentan beim den Holzfällern oben. So. Und ankuppeln. Schauen wir mal, ob ich das erste Mal gerade schon hinkriege. Die Kupplung hinten richtig. Nee, scheiße. Ah, so muss ich davor nochmal stehen bleiben. Also es sah zumindest falsch aus. Lieber nochmal kontrollieren. Ist auch falsch. So muss das. Und hier. Hier war der drin. Okay. Sehr gut. Dann einmal. Komm. Angekuppelt. Bremse lösen. Sehr gut. Ab geht's. Gibt's natürlich als Option, dass du hier keine Fahnen drauf hast. Aber ich dachte, ich mache mir eine Fahne drauf. Wäre ganz cool, wenn man da was eigenes drauf machen könnte. Also geldtechnisch habe ich irgendwas um die $400 momentan. Da könnte man noch was verdienen. Wir brauchen. Also ich muss mal schauen, was für Wagen wir dann für die Kohle wieder brauchen. Sprechen, dass wir dann da aufrüsten. Ich hatte aber irgendwie im Kopf. Ah, das ist übrigens auch hier neu. Der Weg hier rüber. Irgendwie ist ein bisschen auf den Sack, dass ich da vorne jedes Mal die Weiche stellen müsste. Wo war ich? Ja genau. Wegen der Kohlemine, dass wir da alles für Wagen brauchen.
von der anständige Touren fahren können. Aber das besser die Strecke werde ich machen. Beim Dreiviertel ist ja schon fertig. Also zumindest mal vorgelegt. Fehlt noch die Schiene. Ups, die ist falsch. Nein, ich will nicht auf die Bergstrecke. Ich will zuerst aufladen. Ah ja, das Segment habe ich ein bisschen verschönert hier. Wer es noch im Kopf hat, wie das vorher ausgesehen hat. So. Du, mein Junge, ich will darüber. Muss ich mal schauen, wie der Stand mit den Baumstämmen ist. Wir sind bei 25, okay. Das heißt, nachdem wir jetzt da gleich aufladen, müssen wir demnächst mal wieder Baumstämme vorbeibringen. Blöde ist hier, die Balken werden irgendwie schneller produziert. Da kann ich aber jeweils nur 3 auf den Wagen aufladen. Und hinten die Bretter werden langsamer produziert. Da kriege ich aber 6 auf den Wagen drauf. Also wenn wir jetzt da erstmal voll machen, wir können insgesamt 31 aufladen. Das werden wir jetzt auch erstmal machen. Aber zuerst wieder Holz hier rein. Wenn ich kalt wird. Und dann happy aufladen. Dann habe ich jetzt gut geparkt, dass er die ersten 2 nimmt. Ich glaube, es sind 12 oder 14 Dollar, die wir da kriegen. Pro Paket da. Man, eigentlich müsste man das Scheitholz zum zweiten Depot bringen, aber es geht auch mit dem Holz. Und dem da hinten. Oder auch Baumstämme würden auch gehen. Also mal schauen, ob das mit den 2 Depots erstmal reicht, weil das beim Holzfäller will ich wegtun. Ob wir da noch ein drittes brauchen in der Region. Also vor allem für die Kleine. Wird dann unsere Rangierlok werden. Ich habe jetzt auch einen zweiten Spieler gefunden. Mit dem werde ich dann demnächst mal unterwegs sein. Oder? Zweimal noch. Jetzt einmal. Dann können wir wieder vorziehen. Sehr gut. Schauen wir mal, ob wir da halbwegs richtig stehen. Oh, das könnte knapp werden, ob der das jetzt erwischt. Bin ich den zweiten mit aufgelädt. Habe ich Glück? Yes. Nice. 17 noch. Es wäre irgendwie cool, wenn es die Funktion gibt, dass die da Dauer aufladen, bis es voll ist, dass man nicht jedes Mal hier klicken muss. Heizen haben wir noch. Das ist die nächsten, wenn wir die Balken machen. Beziehungsweise. Ne, einen könnten wir noch vollfüllen, dann machen wir den da hinten mit den Balken.
Also wollen da schon mit maximal Profit fahren. Was mache ich denn? Wir müssen ja noch einmal. Ich werde mal wieder Kaffee trinken. So. Und ich mach das jetzt hier. Ja, passt. Sehr gut. Dann wieder vorziehen. Das Gleis muss hier auch höher gemacht werden. Zu weit unten. So, da brauchen wir jetzt nur ein bisschen, damit ein Kran das erwischt. 6 brauchen wir und wir haben 7. Wunderbar. Ja, mein Toben ist jetzt sagen, ne? Ob das so passt. Mit mir, mit der Musik, mit dem Spiel. Und ob der vielleicht den anderen Liter auflädt, ob er gerade richtig steht. Aber ich glaub's nicht. Nö, tut er nicht. Wäre zu schön gewesen. So, einmal noch. Dann können wir schon mal wieder zur Lok gehen. Und dann noch die 3 Balken da aufladen. Muss ich hier offen lassen. Nicht Superheld. Wird's ja hier nie warm. Ja, man merkt schon, jetzt muss ich arbeiten hier. So, das dürfte schon reichen. Also mit 12, 14 Wagen würde ich mal mindestens über die Bergstrecke fahren. Aber das tut es auch erstmal mit 6. So, seht ihr, das ist Nummer 1. Bleibt mir jetzt noch 100. Wieso machst du denn den Abflug? Das muss bestimmt so. Gut, dann sind wir voll. Abfahrt. Wir werden erstmal bis da hinten fahren, damit wir mit der Lok voraus auf die Bergstrecke kommen. Los geht's. Verschiedene macht nichts. Ich meine, das Licht, was da drin ist, das ist echt erbärmlich. Nee. Der Effekt schaut natürlich auch wieder geil aus. Oh ja, seht's, da kann man langfahren, bis hier das Wasser ausgeht. Also das Holz hier hinten, das reicht sehr lange. Das Spiel mal ein bisschen lauter gemacht. Ich glaube, das ist okay. So, und hier wieder anhalten. Weil ich sehe es gerade, ich habe es bei mir auf dem Monitor ja viel leiser. Doch ein bisschen leiser machen. So.
auf zur Bergstrecke. Schauen wir mal gleich, wie es mit den Baumstämmen aussieht. Ich glaube 23 war es vorher. Jetzt sind wir bei 别是 Wisst ihr was? Wir werden jetzt mal hier anhalten. Eines muss ich Feuer nachlegen, aber ich versuche das jetzt mal hier auf First Person zu fahren. Probieren es einfach mal. Habe ich es mal gemacht. Regler, ganz nach vorne, das ist die Bremse. Jetzt gelöst. Jetzt ist sie gelöst. Sieht doch halt kaum was. Das kann ich nochmal aufmachen. Wow. Das ist natürlich ideal. Mal mit dem Gas runtergehen. Und eventuell dann mal langsam bremsen. Boah, die Steuerung ist voll beschissen. Ja, nee, das macht jetzt nicht so wirklich Spaß. Kann ich denn das hier aufmachen? Ach, links und rechts. Und wir haben jetzt ja sehr viel hier, muss ich sagen. Rein von der, vom Schauen her. Nö, wir fahren lieber so. Das ist immer ein bisschen mehr. Die BH wäre es halt noch ganz cool. Aber ich. Die Option hat es noch nicht. Oder zumindest nicht, dass ich wüsste. Aber das wäre bestimmt nicht so schwer umzusetzen. Ach ja, Bergstrecke Nummer 2. Das wird noch was. Gleich unsere Brücke des Todes. Mal schauen, ob es da Probleme gibt. Oder ob das genauso problemlos geht wie die letzten Male. Jetzt muss ich auch noch abreißen. Ah, wisst ihr was? Das mache ich gerade gleich. Sofern ich jetzt da noch aus der Lok rauskomme. So. Einmal abreißen. Also Ausweichstelle habe ich jetzt hier echt nicht gebraucht. Also auch mit der Eureka nicht.
So, weiter geht's. Ich denke, das ist ein Wasserturm auf der Strategie. Der bräuchte es jetzt sowieso nicht mehr. Die Brücke würde ich bei Zeiten auch nochmal neu machen, zumindest den Abschnitt da hinten. Musst du nach unten geht, den hier. Aber es ist mir noch nichts entgleist. Kommt bestimmt noch. So, da sieht man auch schon das Depot Nummer 2. Ist noch nicht ganz fertig. Ob ich entsprechend noch Abstellmöglichkeiten machen. Jetzt hier da ist es ein Abstellgleis. Rechts rein soll noch eins kommen. Gar nicht so viel Bremsen hier, muss ich sagen. Es läuft eigentlich echt gut. Jetzt zieht sie wieder an hier. Ganz kurz reinbremsen. Dann sind wir auch gleich mal da. Letzte Kurve. Dann können wir abladen. Allerdings war der Hügel zu der neuen Bergstrecke. Die erste Weiche wird auch dahin führen. Wir waren aber so überlegen, ob es dann was hier links wird zum Aufladen im Holz. Da rechts wird eben das Abstellgleise machen. Und da geht es zur Abholung für die Schienen etc. Beziehungsweise wenn wir hier das Holz abladen. Und dass wir gerade zwei machen können. Wunderbar. Schauen wir mal aufs Finanzielle. Oh, 481. Ist ja noch besser. Einmal abladen. Und auch hier. Ja, sehr gut. Gut. Da. Bin noch nicht voll. Sehr gut. Dann hat der Rest abgeladen hier. Und dann sollte es erstmal eine Weile reichen. Genau genommen echt eine Verschwendung, diese Bretter da zum Verbrennen zu verwenden. So. Geht hier. Ah. So. Oh shit, ich glaube, die hat er jetzt nicht gerechnet da hinten. Das war jetzt dämlich. Jetzt gar nicht mehr hier. Okay, doch. Der Wagen war für nix. Dann die letzten noch. Ich spart jetzt hier wirklich einen Einweiser. So, schauen wir mal, ob das jetzt reicht. Das könnte passen. Schauen wir mal kurz aufs Geld. Ja, er wird's counten. Und die Kollege. Sehr gut. Holz 20 von 32. Da könnte man nochmal eine Fuhre machen.
Wenn das jetzt erstmal reicht, dann schaut euch das mal an. Überall voll. Ich glaube, das reicht. So, aber eben hier hätte ich gerne noch Abstellgleise. Auch wenn wir nicht sehr weit kommen, wegen dem hier. Das machen wir jetzt noch, also gerade die zwei. So, dann machen wir da Trick 17. Die Höhe von dem Bandern da. Die Mitte rein. Dann dem Gleis da mal folgen. Bis in der Richtung. Das machen wir dann. Bis hierhin. Dann sind wir da auf der gleichen Höhe. Schiene. Mal, dass das hier halbwegs gerade ist. Ich würde sagen, es passt. Dann Alt wieder für die Richtungssperre. Ohne ziehen. Na komm. Einmal. Ach, weil die anderen Lautsprecher an sind. Nice. So. Machen wir den gleichen Spaß hier noch? Hand. So, ungefähr. So. $2 oder $4 sind es ja, was man da dafür zahlen, ne? Da brauchen wir noch einen Bahndamm. Damit das hier nicht so glitscht, fahren wir von da nochmal hin. Müssen wir eh nochmal bis da hier hinten ziehen. Damit das hier anständig aussieht. Wow, da bin ich mit dem Winkel ja mal weit weg. Irgendwie in die Richtung. Mal abreißen. Mal gucken. Ne? Aber der Bahndamm ist jetzt zu hoch. Müssen wir wieder den hier machen. Müssen wir noch mehr tricksen. Machen sie einfach mal breiter. Bauen wir da zuerst mal mit dem Gleis raus. Hier hin, der kommt weg. Dann reiß mal den hier ab. Dann haben wir noch Glitch Madness. Ja. Ich meine, wenn es hier vorne glitscht, hört es mich jetzt nicht so. Mitte. Kommen wir hier mal so entlang. Dann sieht es hier auch
anständig aus. Ja, ein bisschen steht es da über. Gut. Dann haben wir hier zwei Abschaltgleise. Kugel drin. Ist leicht, glaube ich, ne? Hoffentlich entgleist du mir da nicht. Okay, dann hätten wir das. Eben, das ist auch ein Gleis ohne Anschluss hier. Da könnte man sich auch überlegen, ob man da nicht eine Art kleine Ausweiche macht oder noch ein zweites Gleis parallel hierhin. Den Anschluss da vorne in die Kurve rein. Das ist fast nice. Nee, da, wobei, wir könnten da schon Kurve so parallel fahren. Und da vorne hat es ein kleines gerades Stück. Da könnte man theoretisch wieder reinfahren. Wäre noch eine Option. Eine engere Kurve, ja. Weil dann zeigt gleich ein Ausweichgleis hier. Und den Quatsch müssen wir auch neu machen. Die Scheibe ist da für den Arsch. Und auch die Übung da. Ich meine, da muss man eh überlegen, ob man hinten nicht irgendwie rumfahren, weil ungefähr da kommt die zweite Bergstrecke runter. Wird vielleicht Sinn machen. Hier einen großen Kreis macht. Und da geht es wieder nach oben, aber hier so. Dann leicht nach oben. Da geht man hier. Oh, da könnte man eigentlich einen Haufen Abstellgleise machen. Hier so rein. Dann fährt man hier nach da vorne. Spitzkehre. Oder eben halt die Kurve darüber. Muss ich mir überlegen. Also Kurve wäre schon irgendwie geil, ne? Mit einem geraden Segment drin. Wird man hier reinkommen. Ja, wie machen wir denn den Anschluss da von der zweiten Hauptstrecke? Und hier müssen wir auch regelmäßig rein. Wir machen einfach hier mit dem schweren Eisenerzzug reinkommen. Kann man vielleicht hier die Kurve einfach machen? Wobei, jetzt muss ich mal schauen, wo ist der Damm, wo wir da runterkommen? Ist es da? Ich glaube, da ist weiter vorne, kann das sein. Wo ist der Damm? Ich glaube, ich baue von oben einfach noch mal runter. Sehe ich ja, wo ich rauskomme. Schauen, oder war das der hier? Da ist es. Genau, hier ist die Fläche. Dann kommen wir da runter. Ja, da fahren wir von vorn rein, würde ich mal sagen. Jo, okay. Könnte da voll wahnsinnig sein. Hier eine Weiche machen, aber das Blöde ist, immer konstant 2% Quelle. Die Weichen sind immer gerad. Ah, das wird beschissen aussehen. Nö, 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 nö. Wir fahren da hier so runter. Bei. Ich glaube, wir müssen ja Holz raufbringen. Es wird. Macht vielleicht Sinn, dass wir die Connection von der Strecke da rauf haben, ohne dass wir unten den Kreisel machen müssen. Das wäre aber dann irgendwo hier der Fall. Da sind wir schon so weit unten. Da kriegen wir den Anschluss nicht. Das wäre vielleicht mein Projekt für sich. Wenn wir erstmal Kreisel fahren. So, gehen wir mal rauf zu der anderen Brücke.
Ich würde so gern schneller gehen können in dem Spiel. Die Brücke des Todes, Nummer 2. Ja, die Brücke des Fails da oben. Dass nix reingeht. Also wenn den Stream noch nicht, den letzten Stream nicht kennt. Da mit der Brücke wollte ich mal ursprünglich rüber. Ich habe die mal das Mahnmal da stehen lassen. Wir haben jetzt eine bessere Brücke, nämlich da hinten, die Holzbrücke. Weil die Devs hier garantiert das Plot, also das Plateau hier genutzt haben und das langfahren und drüben dann rüber. Hier könnte man vielleicht noch. Ah, wobei hier macht ein Depot jetzt nicht wirklich Sinn, nachdem er gerade unten eins ist. So, das ist Brücke Nummer 2. Bessere. Habe ich bis da hinten den Weg gemacht? Jetzt muss ich mal gucken. Ich denke ja. Ja, warum fehlt hier was? Aber ja, bis hierhin habe ich gelegt. Fehlt denn hier was? Variabel Stein. Danke. Oder bündig. Jo. Ja, sieht doch halbwegs okay aus. Okay. Geile Mucke, wie heißt der Song im Hintergrund? Muss ich mal kurz in Spotify reingucken. Warte mal, der letzte war. Choose Me von Unikite Dicey. Bis jetzt ist es Beside You. gut. Also ich mache. Schaut euch mal, wie steil die da runter geht. Mal schauen, was wir mit der Brücke noch anstellen. Gut, ich mache mal so eine kleine Pause. Ich muss mal auf die Uhr schauen. Ich darf heute noch mal arbeiten. 14 Uhr, okay. Ja, ich mache meine, also fast 14 Uhr. Ich mache noch mal eine kleine Pause. Und dann machen wir noch einen Teil. Dann muss ich wieder arbeiten gehen. So was Blödes. Also, Musik wird mal kurz lauter. Und dann bin ich gleich wieder für euch da.